Hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Weitere Informationen zu uns findet ihr übrigens unten in der Infobox verlinkt. Und ich sage es direkt zum Anfang, wir laden mit Maingau Autostrom. Auch da gibt es weitere Informationen zu unserem Ladepartner, natürlich unter diesem Video verlinkt. Und ich sitze in einem sehr ungewöhnlichen Fahrzeug, zumindest für mich. Das ist der Nissan Townstar als EV in der N-Connector-Ausstattung. Soweit nichts Ungewöhnliches, allerdings als Kastenwagen. Und ich muss wirklich gestehen, als der Wagen bei mir in der Straße stand als Testfahrzeug, dann bin ich erstmal hoch und runter gefahren und habe geguckt, wo steht er denn eigentlich? Denn damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, habe ich wohl das Kleingedruckte falsch gelesen. Aber ich habe mich darauf eingelassen und bin dann diesen lustigen Kastenwagen hier tatsächlich jetzt für 14 Tage gefahren. Heute wird er wieder abgeholt. Ich lade ihn gerade zum letzten Mal auf an der Ladesäule, damit der Überführungsfahrer auch entspannt nach Hause fahren kann. Und was soll ich sagen? Wir erzählen euch jetzt einfach in diesem Video, wie schnell er lädt. Ich habe ihn angesteckt bei 48%. Ja, natürlich nicht ideal, aber wir wollen ja auch ein bisschen was erzählen. Ich erzähle euch ein bisschen was zu der Ausstattung und ich erzähle euch was zu dem Fahreindruck und zur Ladeleistung. Genauso sieht es aus und natürlich auch zum Verbrauch. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise fahre ich verschiedene Geschwindigkeitsbereiche. Das habe ich hier mal gelassen, denn ich habe versucht, so sparsam wie nur möglich zu fahren. Und wir erzählen euch auch gleich was, Mensch, wie sparsam kann man ihn wirklich fahren? Und vor allem, wie groß ist der Unterschied Klimaanlage an oder aus? Los geht's erstmal mit der Ausstattung. Da habe ich hier so einen schönen Zettel vorbereitet. Wir haben also das Modell Nissan Townstar EV als Kastenwagen. Das macht dann den Unterschied. Ausstattungsvariante N-Connector, das ist die größte. L1 heißt Länge 1, das heißt, es ist die kurze Variante mit 2,2 Tonnen. Elektromotor ist klar, 90 kW Leistung, 122 PS, 245 Newtonmeter Drehmoment, stufenlose Automatik, Vorderradantrieb. Gespeist wird das Ganze durch eine 45 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie, Typ 2 bis 22 kW, dreiphasig, haben wir hier auch verbaut, den 22 kW Onboard-Charger, macht einen ganz, ganz großen Unterschied, gerade für diese innerstädtischen Ladesäulen, perfekt, einfach mal kurz angesteckt, Stunde später schon wieder 22 Kilowattstunden im Akku, perfekt, besser geht's gar nicht. Und CCS bis 80 kW, die 80 kW habe ich tatsächlich nie gesehen, 70 kW, 72 kW, das war so die Höchstleistung, die ich gesehen habe, bei 50% hat er jetzt bei mir immer noch geladen mit 67 kW. Das Fahrzeug ist 4,49 Meter lang, ohne Außenspiegel, 1,86 Meter breit und 1,82 Meter hoch, ohne Dachreling. Der Radstand beträgt 2,72 Meter. Leergewicht Minimum inklusive Fahrer liegt bei 1683 bis 1918 Kilogramm, je nach Ausstattung. Ich habe im Fahrzeugschein nachgeschaut, hier reden wir über 1683 Kilogramm. Zulässiges Gesamtgewicht 2220 bis 2230 Kilogramm und dementsprechend haben wir eine Zuladung. Zulässiges Zuggewicht 3720 bis 3720 Kilogramm, das heißt die Anhängerlast von 12%. 1,5 Tonnen, leider hier keine Anhängerkupplung verbaut, sonst hätte ich das auch nochmal ausprobiert, aber leider hier nicht vorhanden. Reifengröße 265 R16, Laderauminhalt 3,3 bis 3,9000 Liter, also 3300 bis 3900 Liter. Und da muss ich gleich was zu erzählen, denn die Laderaumlänge wird angegeben mit 1,81. Das stimmt, allerdings nur auf dem Boden. Denn ihr seht es vielleicht hier, oben haben wir eine Verschalung hier. Ne? Also hinter meinem Sitzen habe ich eine Verschalung und eine Laderaumabtrennung quasi, eine Ladebordwand. Und die ist oben ausgeformt. Ich zeige euch das jetzt natürlich hier auch. Die ist oben ausgeformt und dadurch, dass sie oben ausgeformt ist, habe ich oben natürlich weniger Platz. Das heißt, wer meint, er könnte 1,80 Meter lange Kartonagen einladen? Das funktioniert eher weniger. Ne? Ansonsten hat dieses Fahrzeug nur die Schiebetür auf der rechten Seite und hinten eine Doppelflügeltür, keine Schiebetür auf der linken Seite. Das ist wirklich ein Problem, wenn man die Ladekabel hinten verstaut hat, muss man immer einmal komplett rumlaufen, ne? Oder halt nach hinten gehen. So, jetzt kommen wir zu einem lustigen und wichtigen Punkt. Stromverbrauch kombiniert nach WLTP. 17,4 bis 35,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Fahrt ihr den mit der Höchstgeschwindigkeit von 132 km/h, dann werdet ihr sicherlich an der 35 Kilowattstundengrenze pro 100 Kilometer das werdet ihr locker erreichen können. Ja, wir fahren hier eine Schrankwand durch die Gegend. Aber wenn ihr den sparsam fahrt, und ich habe ja wie gesagt versucht, so sparsam wie nur möglich zu fahren, dann könnt ihr diesen Verbrauch wirklich erreichen. 17,4 zu erreichen ist gar kein Problem. Nee, das könnt ihr sogar locker unterbieten. Und ihr die Reichweite bis zu 301 Kilometer nach WLTP, die könnt ihr auch locker übertrumpfen. Ich habe es geschafft, und das sage ich direkt jetzt, dieses Fahrzeug zu fahren. Auch eine Strecke von 400 Kilometer, das ist ja schon mal eine ganz gute Testdistanz, sicherlich
ne, also sicherlich häufig im Geschwindigkeitsbereich um die 70 km/h. Da ist meiner Meinung nach der Peak, also der Sweet Spot. Und dann habe ich erreicht einen durchschnittlichen Verbrauch von 13,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei ausgeschalteter Klimaanlage. Habe ich die Klimaanlage aktiviert, dann müsst ihr ungefähr eine Kilowattstunde auf 100 Kilometer dazurechnen, wenn er nur die Temperatur halten muss. Am Anfang, Kurzstrecken sind auch der Klimatod, sage ich mal, für die Elektroautos, nicht nur beim fossilen Verbrenner. Also Kurzstrecke, da muss er natürlich dann runterkühlen, wenn er nicht vorkonditioniert ist, dann wird der Verbrauch in die Höhe steigen. Das heißt, je länger ihr dann fahrt, umso besser wird der Verbrauch. Und so kam ich dann später auch auf Reichweiten, nicht nur laut Bordcomputer, sondern auch gefahren von über 330 Kilometer mit nur einer Akkuladung. Dazu muss man sagen, man fährt selten von 100 auf 0% runter, wobei ich den häufiger auf 100% geladen habe, weil es so einfach war in der innerstädtischen Wallbox. Einfach steht da, lädt er, angesteckt, zack, war er nachher wieder voll, aber auf 0 fährt man ihn nicht runter. Das heißt, realistische Reichweiten von 250 Kilometer am Tag ist gar kein Problem, beziehungsweise nicht nur am Tag, also mit einer Akkuladung natürlich. Ne? So, Tripklassen 18, 21, 17, habt ihr auch nochmal gesehen, Teilkasko, also relativ günstig. Und Wartung alle 40.000 Kilometer oder 24 Monate. Schauen wir uns nochmal ganz kurz was zu der Serienausstattung an. Wir haben das Fahrerinformationssystem mit dem 4,2 TFT-Display, intelligente Fahrlichtautomatik, Mode 3 Ladekabel ist dabei, maximal 22 kW, wie gesagt dreiphasig. Ladekabel Mode 2 für die Schuko-Steckdose ist auch dabei. An der Schuko-Steckdose habe ich nicht geladen, wäre mir persönlich der Ladeverlust auch zu hoch. Onboard-Charger, wie gesagt, Wechselstrom bis 22 kW. Radio inklusive DAB+, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Lenkradfernbedienung, USB-Anschluss. Der USB-Anschluss ist nicht nur am Radio tatsächlich, sondern wir haben auch nochmal hier unten so ein Zauberfach, da gibt es dann auch nochmal zwei Lademöglichkeiten. Direkte Verbindung Apple CarPlay over the air oder aber über den USB-Anschluss direkt am Radio. Da haben wir einen USB-A-Anschluss übrigens. 8 Zoll Bildschirm mit Smartphone-Spiegelung, Apple CarPlay, Android Auto, Einparkhilfe hinten. Ist auch vonnöten, denn wir haben keine Rückfahrkamera, wobei man das Auto ganz gut einschätzen kann, das muss ich dazu sagen. Elektrische Parkbremse und Zentralverriegelung mit iKey. Das heißt, ihr könnt selber auswählen, wenn ich mich dem Fahrzeug nähere, soll das Fahrzeug aufschließen, sich verriegeln, wenn ich weggehe und so weiter. Das könnt ihr aber alles über das System auswählen. Funktioniert gut. ESP mit Seitenwindassistent funktioniert hervorragend. Fahrer-Airbag habe ich Gott sei Dank nicht getestet. Regensensor hat auch funktioniert. Verkehrszeichenerkennung. Hatte hier und da mal Schwierigkeiten, Schilder richtig zu erkennen, aber ansonsten nichts, was mich irgendwie stören würde. Intelligenter autonomer Notbremsassistent hatte bei mir nicht eingreifen müssen und die intelligente Müdigkeitserkennung auch nicht. Das heißt, ich war immer wach genug, damit dieses System mich nicht irgendwie motiviert hat, mal eine Pause zu machen. Wir haben die Standardlackierung in Mineral White. Wir haben Seitenschutzleisten in Schwarz aus Kunststoff, 16 Zoll Stahlfelgen mit Radvollabdeckung, so nennt man die Radkappen heutzutage. Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, elektrisch anklappbar. Die klappen auch an, wenn ihr das Fahrzeug abschließt, wenn ihr das wollt. LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, die machen wirklich gutes Licht, gar keine Frage. Und Hecktür mit 180 Grad Öffnungswinkel, das heißt, ihr könnt ihr nie komplett umklappen, sondern nur auf 180 Grad. Müsst ihr aufpassen, ihr dürft nicht zu nah irgendwo ranfahren, denn sonst habt ihr das Problem, dann könnt ihr die Heckklappen nicht aufmachen. Ne? Also, zu nah an der Garage zum Beispiel, da müsst ihr schon ein bisschen Platz lassen, sonst baut ihr euch quasi selber ein und müsst immer eine Tür wieder schließen, um halt vorbeizuziehen. Nebelscheinwerfer haben wir auch. 12 Volt Steckdose, nicht nur hier vorne, sondern auch im Laderaum. Kunststoffboden in der Fahrerkabine und im Laderaum. Mittelkonsole mit Staufach und Armlehne. Armlehne leider nicht in der Höhe verstellbar. Fahrersitz ist aber in der Höhe verstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne. Ich habe hier die zweite Armlehne gar nicht gefunden. Wahrscheinlich meinen sie tatsächlich die Armlehne hier. Sitz mit Stoff und Kunstleder. Ja, und unten der Kunstleder, wenn man mal eine kurze Hose hat im Sommer, das ist dann schon eine ganz schwitzige Angelegenheit. Da empfehle ich nochmal ein Tuch draufzulegen. Schwarz mit dunkelblauen Akzenten, also für Nutzfahrzeug, das sieht so ganz gut aus. Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite, Einklemmschutz natürlich vorhanden. Lenkrad in Lederoptik, LED-Beleuchtung im Laderaum, stimmt. Und ein Schubfach in der Beifahrerseite, Weitwinkelspiegel, den habe ich hier nicht. Smartphone-Halterung, die Smartphone-Halterung, die habe ich und die finde ich wirklich praktisch. Kann ich auf der linken oder auf der rechten Seite einfach einstecken, kann ich auch drehen, hochkant, quer, wie man möchte. Ich spreche gerade in die Smartphone-Halterung. Ihr hängt gerade in der Smartphone-Halterung. Finde ich großartig. Müsste man in jedem Auto haben. Und eine Klimaautomatik. So, Preise, Gesamtpreis Ihres Testwagens 39.200 Euro. Grundpreis für die N-Connector-Ausstattung, das heißt, ich habe hier alles drin, 39.200 Euro.
Einstiegspreis Townstar EV Kastenwagen L1 ist 33.750 Euro. Und weil wir über ein Nutzfahrzeug reden, müsst ihr da noch die 19% aktuell in Deutschland zurechnen. Ja, genau, weitere Informationen gibt es auf der Nissan-Seite. So, der Zettel kann wieder weg. Und jetzt kommen wir zu meinem individuellen Fahreindruck. Tja, was soll ich euch denn erzählen? Der lenkt, der fährt, der bremst, der rekuperiert. Und ich kann ihn wirklich sehr, sehr sparsam fahren. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte das dem Fahrzeug gar nicht so zugetraut. Ich habe eine ganze Menge Fahrspaß hiermit sogar entwickelt. Und natürlich eine ganz, ganz große Freude daran, den Verbrauch immer noch weiter runter zu reduzieren, immer noch sparsamer zu fahren. Und ich finde meinen Verbrauch von 13,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer finde ich wirklich phänomenal. Was mich ein bisschen gestört hat tatsächlich im normalen Startmodus. Also ich drücke einfach auf Start Engine, ja, startet der Wagen, zeigt mir auch Parkbremse ist angezogen, ist alles gut. Er startet aber nicht im Eco-Modus. Wir fahren ja ein Elektroauto. Warum nicht immer automatisch schon im Eco-Modus starten? Wenn ich dann den normalen Fahrmodi haben will, mit ein bisschen mehr Leistung wegen meiner, weil im Eco-Modus bremst da ein bisschen an Leistung aus, ja, dann kann ich doch draufdrücken, ne, auf normal. Aber nein, er startet immer im normalen Modus und ich muss Eco wieder aktivieren, indem ich einmal auf die Eco-Taste drücke und das wird mir dann im Display hier vorne auch quittiert. Ansonsten habe ich hier ein großes Display in der Mitte und da kann ich dann halt entweder über Apple CarPlay navigieren oder über die eigene Navigation. Die eigene Navigation sagt mir auch, wenn ich Ziele nicht erreichen kann. Ich kann auch Ladesäulen finden. Leider sind in dem System nicht alle Ladesäulen drin. Das heißt, ich stehe gerade aktuell an einer Ladesäule, die er gar nicht kennt. Ärgerlich. Da empfehle ich einfach, über Apple CarPlay zu navigieren. Denn eine Vorkonditionierung hat scheinbar, ich habe es ausprobiert, bei mir zumindest in Sachen Ladeleistung nichts gebracht. Wobei wir hatten natürlich jetzt auch für ein Elektroauto wirklich sehr, sehr gute Wetterbedingungen. So, während ich jetzt so rede, und das ist ein One-Taker, 11 Minuten geredet, sind wir jetzt hoch von 48% auf 71% State of Charge. Und die Reichweite zeigt er mir jetzt hier an mit 208 Kilometer, 209 jetzt hier bei 71%. Klimaanlage ganz intuitiv zu bedienen. Ja, wir haben eine ganz, ganz klassische Klimasteuerung. Ich hatte es gesagt, die Klimaanlage, wenn er die Temperatur nur halten muss, wobei ich jetzt nur über das Kühlen sprechen kann, nicht über das Heizen, ungefähr eine Kilowattstunde auf 100 Kilometer mehr. Lenkrad, alle wichtigen Bedienelemente an der Hand. Das gibt es ganz und gar nicht zu meckern. Hier vorne, wie gesagt, kein Head-Up-Display, sondern ein Staufach. Daneben nochmal Ablageflächen. Handschuhfach haben wir nochmal. In die Türtaschen, da passen 1-Liter-Flaschen rein. 0,5 Liter-Flaschen auch. Die passen auch in die beiden Getränkehalter. Hier unten habe ich nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Ja, und ansonsten muss ich wirklich sagen, das ist hier alles selbsterklärend. Das ist intuitiv zu bedienen. Ein bisschen ärgerlich für das Radio habe ich nur die Lenkrad-Fernbedienung am Lenker. Da kann ich die Lieder lauter und leiser machen. Ich kann weiterskippen, das ist über die auswählen. Möchte ich jetzt DAB Plus hören oder normales Radio oder Apple CarPlay. Der Beifahrer muss dann halt so ein bisschen, wenn er Beifahrer überhaupt was zu sagen hat in diesem Fahrzeug hier, dann muss er da so ein bisschen rumtatschen. Sondenblenden haben wir mit Schminkspiegel sogar, wenn man das noch Schminkspiegel nennen darf. Ansonsten zwei Beleuchtungen, die sind ja auch mal ganz wichtig, gerade für diese Last-Mile-Delivery-Fahrzeuge, damit man auch noch mal irgendwas lesen und abhaken kann wegen meiner. Und ansonsten Spurhalteassistent und die Fernlicht, der ESP und so, schalte ich auf der linken Seite aus. Ladeklappe befindet sich bei diesem Fahrzeug vorne in der Front, kann ich öffnen über den Schlüsselschalter, das finde ich großartig. Damit kann ich auch das Kabel entriegeln oder ich kann hier drin die Taste drücken. Und ansonsten war es das auch schon. Ich bin 1,75 groß, ich habe eine sehr gute Sitzposition gefunden, freue mich über eine Gurthöhenverstellung, damit ich den Gurt halt anpassen kann, dass er hier ein bisschen besser anliegt. Wie gesagt, der Sitz ist in der Höhe verstellbar, da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Hier oben habe ich auch nochmal Staufächer. Die Qualität der Bluetooth-Freisprecheinrichtung war auch in Ordnung, gibt es auch nichts zu meckern. Und ich freue mich wirklich, den Nissan als Townstar als PKW-Variante nochmal zu bekommen, hoffe ich, dass ich den nochmal kriege. Wird jetzt gerade auch vorgestellt auf dem Caravan-Salon, haben sie nochmal so ein Dachzelt draufgepackt und innen drin so ein Irmscher, ich blende einfach mal die Bilder hier ein, mit einer Irmscher-Küchenzeile, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht auch so ein Fahrzeug als Nissan Townstar, mal gucken, ob man den auch vielleicht umbauen kann zum integrierten Camper, denn das wäre so ein Fahrzeug quasi tatsächlich für mich. Für mich und meine Liebste, ja, einfach mal ein Wochenende raus aus dem Alltag. Warum nicht elektrisch? Nimmt man seinen Strom ja immer mit, nicht wahr? So, gibt es irgendwas, was ich vergessen habe? Wir haben gesprochen über die Ladeleistung. Wir haben gesprochen über die Ladezeiten. Wir haben gesprochen über 22 kW, dass ich das richtig gut finde.
Wir haben davon gesprochen, dass die Rückwand oben rauskommt, deswegen wir nicht 1,80 Meter lange Pakete verladen können. Ich meine, unten 2-Euro-Paletten rein, kein Problem, das ist klar. Wir haben keinen Frunk, deswegen muss das Ladekabel entweder hier vorne auf dem Beifahrerfußraum, also im Beifahrerfußraum mit transportiert werden oder halt hinten in der Ladefläche. Wenn ihr natürlich hinten alles beladet, ist natürlich doof mit dem Ladekabel, ne, ist klar. Es sei denn, ihr ladet nur öffentlich, dann geht's, dann braucht es nicht. Aber wenn ihr so wie ich, steht da, lädt ja 22 kW Ladesäulen, war echt mein Freund, hier aufladet, dann müsst ihr das Kabel natürlich mitschleppen. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zu sagen, außer herzlichen Dank fürs Zuschauen. 15 Minuten ungefähr. Wir sind jetzt bei 75% State of Charge, 220 Kilometer. Und damit hatte ich jetzt hier bei den letzten Fahrten ein bisschen höheren Verbrauch. Das heißt aber, wir kommen ja auch spielend bei 300 Kilometer Reichweite wieder raus. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Thema Verbrauch, wie sparsam man ihn fahren kann. Ich bin sehr zufrieden mit dem eigentlichen Fahren. Ich bin sogar zufrieden mit der Navigation. Er zeigt mir an, wenn ich irgendwelche Ziele nicht erreichen kann, und kann auch mir anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Hier zeige ich euch nochmal ganz kurz eben. Kann mir anzeigen lassen über die Navigation, welche Ziele ich denn erreichen kann auch. Ne? Das nennt sich dann Reichweite. Und dann habe ich auch zwei Kreise, einmal Eco und einmal Standard. Und das macht dann tatsächlich einen Unterschied. Und deswegen kritisiere ich nochmal, dass wir nicht in meinem Eco starten, sondern im normalen Fahrmodus. So, ganz normal verabschiede ich mich aber jetzt von euch und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Jens Stratmann, ihr habt Electric Drive angeschaut. Wir lieben den Dialog mit euch, das heißt, weitere Informationen gerne auch nochmal nachfragen in den Kommentaren und jetzt gerne auch mal eure Kommentare zu diesem Fahrzeug einfach mal reinschreiben. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like und über ein Abo. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion, euer Jens. Ciao.